Um das besser zu verstehen, was ist denn der Grund? Wo hängt's denn? Was läuft denn bei euch schief? Na Rudi. ja, logisch, das geht ja schon im Mittelalter los. Mittelstadt ist 350 Jahre jünger als Erbach, über 350 Jahre. Was wir in der Zeit an Wissen, Know-how und Kultur aufgebaut haben, hat Erbach bis heute nicht erreicht. Da geht's los. Und da könnte ich euch noch gleich Geschichte erzählen, da wisst ihr nämlich Bescheid. Ein Mittelstädter kommt in den Himmel. Petrus öffnet die Pforte, da stehen die in einer Riesenhalle mit Millionen von Uhren. Wow, sagt der Mittelstädter, Petrus, warum hast du so viele Uhren? Ah ja, weißt du, jede Uhr repräsentiert eine Stadt, ein Dorf auf der Welt. Und wenn dort einer geboren wird, der nicht ganz richtig ist, geht die Uhr eine Minute weiter. Wow, sagt der Mittelstädter, Petrus ist ja hochinteressant. Aber du, Erbach sehe ich hier nirgends. Und da schmunzelte Petrus, sagt, gehst du mal in die Küche, da hängt sie als Ventilator. Jetzt weißt du Bescheid. Ihm ist natürlich klar, dass der Moment, Stocki, ich komme zu dir. Ja, es ist natürlich. So, jetzt haben die Erbacher das Wort. Jetzt wird zurückgeschossen. Also, es ist natürlich völlig klar, dass genau dieser Witz genauso erzählt wird in Erbach mit der Uhr, die natürlich dann aber nur aus Mittelstädtern besteht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, dass die Mittelstädter natürlich auch ein Leiterproblem haben. Denn bei allen Leitern, auf die ein Mittelstädter steigt, musste man natürlich ein Stoppschild anbringen, sonst laufen die einfach weiter. Ja, und Oder wird einmal tief durchgeatmet auf der Gegenseite. ja, aber das war schon immer so und das wird auch meines Gefühls nach auch immer so bleiben. Herzlich willkommen zum Duell Erbach gegen Michelstadt. Rudi der Nachtwächter gegen Stocki vom Karnevalsverein aus Erbach. Ihr habt 30 Sekunden. Wer kann mehr Argumente liefern, warum seine Stadt, Erbach oder Michelstadt, die bessere ist? Rudi, du fängst an für Michelstadt. Auf die Plätze, fertig. Los! Also, wir haben mehr Stadtführungen, wir haben mehr Restaurants, wir haben mehr Kneipen, wir haben mehr Brauereien. Wir haben eigentlich mehr Zuschauer, wenn irgendwas sind. Wir haben mehr Feste. Wir haben mehr historische Gebäude, wir haben Gebäude von Weltklasse. Wir haben also immerhin die erste Lutherbibel in Michelstadt. Dann haben wir noch historische Gebäude außerhalb der Stadt von Weltruf. Ich sage nur mal in Steinbach. Dann haben wir eigentlich das bessere Essen. Wir haben Weltmeister der Konditoren. Wir haben Filmschauspieler, die hier rumdappen. Wir haben also alles, was hier so geht und Erbach nicht näher Fertig. kommt. So, wie viel haben wir? 12. Stocki, jetzt hast du 30 Sekunden. Warum ist Erbach besser als Michelstadt? Wir haben das Gräfliche Schloss, wir haben vor allem das Gesundheitszentrum Odenwald, wir haben das Landratsamt, wir haben ein Kino, wir haben den Wiesenmarkt, wir haben die Erbacher Schlossweihnacht, wir haben natürlich die wesentlich intelligenteren Leute, wir haben die schöneren Personen, wir haben den besseren Karnevalsverein, wir haben einen größeren Sportplatz mit einem gesamten Sportgelände. Wir haben dann den Gänsekettelverein in Erbach, wir haben einen Brudergrund, also ein Naherholungsgebiet. Fertig. So, was haben wir denn gezählt? Auch 12. Unentschieden, 12. das ist ja perfekt. 12 zu 12 ist schon mal eine super Voraussetzung für Einigung, für Frieden.